Willkommen zur neuen Folge der Nintendo eShop Game Selection. Hier sind Hagen Geritz und Dennis Hiller von gamersglobal.de. In dieser Halloween-Folge kann es nur ein Thema geben: gruselige Spiele. Wir werden in Layers of Fear wahnsinnig, erkunden eine düstere Welt in Inside und irren mit Bulb Boy durch die Dunkelheit. Als besonderes Highlight verdreschen wir im brandneuen Pumpkin Jack als Kürbiskopf-Untote. Manchmal sind Künstler von ihrem Werk besessen. So geht es euch als Maler im Grusel-Adventure Layers of Fear Legacy von Bloober Team. Und so wird die Suche nach Materialien für euer Meisterstück in eurer Villa zur Reise in den Wahnsinn. Beim Erkunden und Rätseln springen euch nicht Monster an. Das Gruselige ist das Haus selbst. Die Augen der zahllosen Gemälde scheinen euch zu verfolgen. Ihr hört verstörende Geräusche und eure Realität ergibt immer weniger Sinn. Dinge zerlaufen, als wären sie gemalt. Ständig dreht ihr euch um und hinter euch hat sich alles verwandelt. Das macht Layers of Fear so besonders. Ihr wisst nie, was hinter der nächsten Tür lauert oder hinter der, durch die ihr gerade gekommen seid. Layers of Fear Legacy beinhaltet auch die Erweiterung Inheritance. Als Tochter des Malers erfahrt ihr mehr über die tragische Familiengeschichte und stellt euch ganz neuen Schrecken. I warned you time and time again. Inside vom Studio Playdead verursacht schon mit seiner Optik ein bedrückendes Gefühl. Das Spiel ist in tristem Grau in Grau gehalten, auch um die Story zu unterstreichen. Menschen werden zu willenlosen Sklaven gemacht und ihr als einsamer Junge müsst dem Grauen entkommen. Das Jump'n'Run setzt auch auf Rätsel zur Vermittlung der schaurigen Story. Über besondere, von der Decke hängende Helme fernsteuert ihr regelmäßig die Willenlosen. Menschliche Hüllen, die ohne eure Führung ziel- und sinnlos herumstehen. Ihr solltet immer mit Köpfchen an die cleveren Rätsel gehen, sonst droht schnell der nächste Bildschirm tot. Allerdings gibt euch Inside immer klare Hinweise auf Gefahren. Beispielsweise ein elektrogeschockter Körper, der vor Robotern mit Tasern liegt. Das Wie und Warum von Inside, das müsst ihr euch selbst zusammenreimen. Denn aktives Storytelling gibt es nicht, was zur dichten Atmosphäre beiträgt und zum Nachdenken anregt. Bulbware entführt euch in Bulb Boy in eine herrlich schräge Comicwelt, die aus einem Tim Burton-Film stammen könnte. Etwas Böses dringt nachts in das Haus des kleinen Bulb Boy ein und verwandelt alles Mögliche in Monster. Das düstere Adventure kommt ohne Worte aus. Rätsel löst ihr durch Herumprobieren und das macht Laune, weil ihr dabei so einige Überraschungen entdeckt. Ich schaute nicht schlecht, als der Junge das erste Mal seinen Kopf abschraubte und auf einen Leuchter warf. Das Gruseln kommt dabei nicht zu kurz. In Räumen mit Kreaturen rätselt ihr unter Zeitdruck. Werdet ihr entdeckt, versteckt schnell Bulb Boys Kopf. Sonst... Durch häufige Checkpoints und optionale Rätseltipps wird Bulb Boys seltsame Nacht aber nicht zu schwer. Den Abschluss bildet Pumpkin Jack von Nicolas Meissonier. Im 3D-Plattformer wird die Welt von Untoten heimgesucht. Ein Zauberer will den Tag retten. Das lässt sich der Teufel nicht bieten und schickt den Kürbiskopf Jack, um das zu verhindern. 6 ausladende Level stellen eure Sprungkünste auf die Probe. Andere Untote stehen euch auf eurer Mission im Weg. Den gebt ihr schön aus der Ferne mit eurer Krähe Saurus. Von besiegten Bossen schnappt ihr euch neue Waffen für den Nahkampf. Pumpkin Jack fängt schön den Charme früher 3D-Plattformer ein, indem es viel Abwechslung bietet. Eben flieht ihr aus einem Feuer, dann rätselt ihr als körperloser Kürbis und schon findet ihr euch bei einer halsbrecherischen Lorenfahrt wieder. Die bunte Grafik, der flotte Soundtrack und die Kabelei von Jack mit den beiden komischen Vögeln, die ihn begleiten, sorgen für witzige Stimmung. Damit sind wir am Ende dieser Halloween-Folge der Nintendo eShop Game Selection. Grüßt die Monster unter eurem Bett schön und bis zum nächsten Mal.